Unsere Rock-Mini-Piloten sind schon auf der Strecke. Und wir wollen ganz kurz mal in die Startaufstellung schauen. Wir haben auf den ersten drei Positionen drei polnische Gastfahrer. Die haben einen kleinen Vorteil durch diese Sitzkonstellation. Dementsprechend sind sie ein bisschen schneller hier. Wir sammeln aber in der Hauptsache Punkte für unsere deutsche Wertung natürlich. Dementsprechend können wir das mit einem kleinen, entspannten Augenzwinkern sehen, dass Gavron Katean auf P1 steht. Deutlich schon vorne, 58,8 seine Zeit. Ja, Kajetan, glaube ich, Kajetan. Nicht Katean, Kajetan. Kajetan? Kajetan. Hätte ich jetzt mal gesagt. Wir brauchen Magdalena. Ja. Dann haben wir Jan Josviak, 379 und František Halatnik. Das sind die ersten drei Positionen. Das sind unsere Gäste vom Rock Cup Polen. Mhm. Schauen wir auf unsere deutsche Wertung. Dazu muss man sagen, ja, wir brauchen uns nicht wundern, dass diese drei Polen auch hier vorne sind. Das ist ja eigentlich die geografisch nächste Strecke zu Polen auch, ja, Tschechien hier. Die werden sicherlich hier schon öfter gewesen sein und auch mal trainiert haben, ja. Denke ich mal. Ganz genau. Und sie haben einen Vorteil mit dem Sitz. Also es gibt einen hohen Sitz und einen niedrigen Sitz. Und das war auch ein Thema. Ja. Nichtsdestotrotz können wir die Polen auf der einen Seite sehen und unsere deutschen Starter auf der anderen Seite sehen. Und da haben wir Enrico Förderer vorne. Und der hat dominiert in Wackersdorf. Wir waren sehr imponiert. Der kommt ja aus dieser Motorsportfamilie. Der Papa, der Opa, Formel-König-Fahrer schon. Ist auch, glaube ich, wieder hier. Ich habe bei Facebook gesehen, dass er sich gestern auf den Weg gemacht hat. So hat er zumindest geschrieben. Also er hat eine große Unterstützung. Und er hat auch einen Fanclub mitgebracht. So 10, 12 Leute, ihren Fanclub haben sie dabei und die sind hinten auf der Tribüne positioniert. 59,501, das ist die Zeit von der 81 Enrico Förderer. Und der große Herausförderer, das ist der Vorjahressieger, das ist Gino Nehmer. Herausförderer, auch gut. Herausförderer, der Herausförderer. Ja. Und jetzt gehen wir live ins Rennen. Das sind also die beiden, auf die wir achten wollen. Gino Nehmer die 11, Enrico Förderer die 81 und vorne unsere drei polnischen Gäste. Genau, Rock Cup Germany, gleich geht's los. Das erste Rennen hier beim Auslandsgastspiel in Cheb. 9 Minuten werden gefahren, plus die obligatorische Runde. Wir schauen auf die Ampel, ob sie ausgeht. Ja, wir sind gut auf die Strecke gekommen, alles ja, gut. Aber die Ampel ist rot, also es ist nicht freigegeben, ne? So wie ich es gesehen habe. Aber ich fand den Start gut. Ja, sah nicht schlecht aus, aber die Ampel ist rot eben. Also Marius Heinlein, da wird da irgendwas gesehen haben oder nicht einverstanden sein. Gehen wir weiter in der Startaufstellung dann einfach. Genau. Wir haben den dritten, den Benjamin Gärtner, der ist auch der dritte in der Gesamtwertung. Genau. Er geht von P6 aus ins Rennen, hat die Startnummer 9. Dann Marco Dittmann, 395 und Michael Pertl mit der 10. Justin Gerrits, der zweite aus dem letzten Jahr, mit der 25. Und Marlon Schaufler hat die 1. Dann relativ weit hinten, muss man sagen, Justin Gerrits. Aber ja, das stimmt. Wir dürfen gespannt sein, auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Nico Spindler mit der 21, Lukas Bernhardt mit der 8 und Lukas Wendel mit der 77. Das sind unsere 13 Piloten, die jetzt hier in der Klasse der Rock Mini auf die Strecke gehen. Förderer mit der 81 ist der führende Gesamtwertung. Genau. 11 Gino Nehmer, der Titelverteidiger, eher in der deutschen Wertung auf P2. Und vorne haben wir, jetzt Magdalena ist gerade da, kannst du uns helfen, wie heißen die Namen? Jan Josviak und Kajetan Gavron. Auf der zweiten Reihe František Halatnik. So, jetzt haben wir es richtig ausgesprochen. Alles klar. Sehr, sehr schön. Ja. Du musst es nicht selber können, du musst nur jemanden kennen, der es kann. So, ja, gehen wir rein ins Rennen. Oder so tun, als ob du es wüsstest. Ja. Ne? Sicherheit bei völligem Unwissenheit oder so, ja. Am besten. So, wir probieren es jetzt ein zweites Mal. Und zwar die Rock-Minis als erstes Rock-Prädikat heute hier in Chat. Diesmal ist die Ampel auch tatsächlich aus. Wir haben relativ viele Fahrer hier. Allen voran haben wir Kajetan Gavron, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Also die 90-Grad-Kurve ist relativ tricky, aber dann die Gerade auch, muss man sagen. Also da kann man sich ganz gut ransaugen, hatte ich bereits erwähnt. Aber wir schauen jetzt mal auf die ersten Kurven. Es geht ohne Komplikationen vonstatten. Aber es ist schon relativ beeindruckend, wie Kajetan Gavron und Jan Josviak hier vorne, ja, schon nach wenigen Metern eigentlich, ein paar Zehntel Vorsprung herausgearbeitet haben. Das geht auch relativ schnell und das lässt darauf schließen, dass sie hier wirklich schon öfters gefahren sind und Bescheid wissen, wie es geht. Also bitte nicht wundern, wie gesagt, das sind diese drei Polen, die hier bei diesem Nations Cup unterwegs sind, aber die das Reglement bzw. die Wertung findet natürlich getrennt statt. Gaststadt haben ein bisschen anderes Reglement, deswegen haben sie sowieso eine Grundpace, die schneller ist, richtig, Magda? Ja.
Insofern sehen wir das auch getrennt, aber trotzdem sehen wir ein fantastisches Rennen. Und es ist ja wichtig, dass man sich gerade hier in den jungen Jahren mit stärkeren oder international erfahrenen Startern misst. Die sind schon ganz schön erfahren, die Jungs. Ja, auf jeden Fall. Also der Cayetan Gavron und Jan Joschwiak, die sind sehr oft bei den internationalen Rennen auch mit dabei. Beide sind die polnische Meister schon mehrmals. Ja, deswegen auf jeden Fall sieht man auch deren Erfahrung, die sie auch bis jetzt gesammelt haben. Und ja, also die Wertung ist auf jeden Fall getrennt. Deswegen, das werden wir ganz anders bewerten. Wir hoffen, dass auch viele Deutsche nach Polen kommen und vielleicht auch nun noch ein bisschen Erfahrung sammeln können. Und für alle im Livestream bitte nicht wundern, Time to go 9 Minuten, die sollte natürlich eigentlich ein bisschen runterlaufen. Ja, wir werden mal checken, was los ist, aber das Rennen läuft, also wie gesagt, nicht wundern, das Rennen läuft ganz normal, wir werden die Zeit gleich korrigieren, die wird nicht angezeigt, aber das ist gar kein Problem, so ist es eben manchmal mit der Technik. Nichtsdestotrotz, wir schauen mal nach vorne, ja, Gavron, Joswiak, Halatnik auf 1, 2 und 3. Enrico Förderer natürlich von den Deutschen der schnellste, ja, und das hat er auch schon in Wackersdorf gezeigt, dass er, ja, kann man schon so sagen, zu den schnellsten eigentlich der Rock-Minis gehört. Und ich denke, da wird er noch in Zukunft einiges erleben dürfen. Weltfinale Lonato zum Beispiel, da wollen sie ja alle hin. Und ja, eine Motorsportkarriere, die ist natürlich bei ihm nicht auszuschließen, auch in andere Richtungen, ja, zum Beispiel Automobilsport. Ja, also der Führende über den Deutschen, wie gesagt, Enrico Förderer vor Gino Nehmer, das wird sicherlich der Zweikampf in diesem Jahr. Und wenn wir jetzt Richtung Start und Ziel schauen, dann haben wir die beiden Führenden und den dritten polnischen Starter. Und hier mit der 81 jetzt über Start und Ziel, das ist Enrico Förderer und dahinter mit der 11 Gino Nehmer. Und wenn wir jetzt mal auf die Zeiten schauen, dann liegen da doch schon mittlerweile 1,4 Sekunden dazwischen, sagen wir es mal platt, 1,5 Sekunden Vorsprung für Enrico Förderer gegenüber Gino Nehmer. Und auch in Wackersdorf bei unserem ersten Lauf zum Rock Cup Germany bei den Rock Mini hat er beide Rennen für sich entscheiden können. Also zweifelsohne, wie Joshua gerade gesagt hat, der absolute Favorit bei den Rock Mini. Das ist der Mann, den es zu schlagen gilt. Auf jeden Fall, ja. Bei den Rock Minis muss man schon sagen, Gino Nehmer und Justin Garrett, die waren 2017 das Maß aller Dinge. Ja, beiden. Justin Geritz hatte René schon gesagt, ja, Zweiter gewesen in der Meisterschaft mit knapp 200 Punkten, Gino Nehmer mit 225 Punkten. Erst, ja, also ich sag mal, die beiden kann man so auf ein Level heben, aber Nico Spindler, der war sogar unter 100 Punkte. Also die zwei hatten es letztes Jahr so miteinander auf jeden Fall, die haben sich gegenseitig bekämpft, alles andere war relativ uninteressant, kann man auch an dieser Stelle auch sagen. Jetzt dürfen wir natürlich gespannt sein, wie es in diesem Jahr laufen wird, also Gino Nehmer und Justin Geritz. Die sind so, ja, nicht spinnefeind, kann man sagen, auf der Strecke, aber da werden sie sich ordentlich, ja, die Kante geben, kann man sagen. Ja, ist ja auch schön so, ne? Also, das sind ja junge Burschen und jetzt haben wir eine Herausforderung. Der Enrico Förderer will natürlich seine Führung behaupten. Der Gino, der ein absoluter Top-Fahrer ist, zweifelsohne, der hat seine große Herausforderung, um irgendwie ranzukommen. Und, was man ja sagen muss, wenn der Erste immer Erste wird und Zweite, also es gibt ja pro Rennen nur 5 Punkte plus. Das heißt, wir haben jetzt einen Punktestand von 50 zu 40. Und ja, wenn jetzt noch dazukommen, sind 20 Punkte. Ein Abfall würde schon bedeuten, dass Gino Nehmer wieder auf P1 ist. Also es bleibt trotzdem knapp und spannend und sie müssen fleißig die Punkte. Wenn wir jetzt auf die Strecke schauen, sehen wir jetzt Enrico Förderer mit der 81 und dann sehen wir doch schon ganz, ganz, ganz viel Strecke zu ihm und Gino Nehmer. Man muss natürlich sagen, es ist das zweite Rennen in diesem Jahr. Die Saison ist noch so jung, ja. Also es kann auch einiges passieren. Wir reden immer als ja meisterschaftsführend, ist derjenige, meisterschaftsführend derjenige. Das kann man nach einem Rennen natürlich sagen, hat aber eigentlich so gut wie keine Aussagekraft, ja. Da wird sich noch einiges tun und das ist wie gesagt das zweite Rennen von, ich glaube, 6 insgesamt in diesem Jahr oder 5. Ich glaube 5 oder, ja, 5 Stück sind es. Also wie gesagt, wir haben nicht mal die Halbzeit erreicht, schon gar nicht. Also da wird sich einiges tun und das ist auch gut so. Wir dürfen also wirklich gespannt bleiben. Ja? Also Mini-Rock, übrigens, wer es nicht genau weiß, um die 10 PS haben die Jungs und Mädels hier schon. 60 Kubikzentimeter, da geht schon einiges voran. Man kann übrigens ab 8 Jahre kann man hier bei diesem Rock Cup teilnehmen. Ja? Die Einstiegskosten sind sehr gering.
Es gibt diese Einheitsmotoren, diese Vortex-Motoren. Chassiswahl bleibt frei. Da kann man, wie gesagt, selbst auch noch mal ein bisschen an der Schraube drehen, an der Setup-Schraube drehen, weicher, härter machen, wie auch immer. Also es ist wirklich ganz schön. Es gibt auch vorgeschriebene Reifen. Ich glaube, es sind Bridgestone-Reifen, die beim Rock Cup zum Einsatz kommen. Also wirklich, wer sagt, ich möchte Kartsport betreiben, auch erstmal gucken, ob es passt für mich. Der muss das eigentlich machen. Ja, es gibt eigentlich nichts Besseres. Ja, und die Jungs machen es. Gavron führt mit der Startnummer 1. Josviak mit auf P2. Halatnik, genau, die Magdalena hilft mir auf der dritten Position. Und dann, wie gesagt, die deutschen Förderer und Nehmer auf 4 und 5. Dittmann ist 6. Gärtner, 3. der Gesamtwertung, auf 7. Dann Pertl auf 8. Geritz auf 9. Bernhard ist 10. Schaufler auf 11. Wendel 12 und Spindler auf 13. Das ist die Reihenfolge, wo wir jetzt kurz vor Schluss des Rennens sind. Also die Zeit ist jetzt fast abgelaufen. 2 Minuten sind es noch. Genau. Und wir können eigentlich sagen, dass die Positionen grundsätzlich ausgefahren sind. Ja, das Feld, das beobachtet man ja oft, zieht sich ein bisschen auseinander. Also wir haben hier vor allem zwischen diesen polnischen Gaststartern haben wir 2 bis 3 Sekunden Abstand zwischen den einzelnen Fahrern, aber auch zwischen Enrico Förderer auf der 4 und der 5. Also da liegen jetzt 3,5 Sekunden zwischen Enrico Förderer und Gino Nehmer auf 1 bzw. halt 2. Und dahinter wird es dann mal ein bisschen enger zwischen Nehmer und der 3,95 Marco Dittmann, der übrigens einen Platz gut gemacht hat. Der war von 7 gestartet, ist jetzt auf 6 und das ist natürlich nicht schlecht. Ein Platz gut machen, immer gut. Magdalena, Dittmann ist auch ein Starter aus Polen, richtig? Ja, genau. Also der ist in einem polnischen Team. Er fährt auch komplett die Rock Cup Polen. Es ist aber ein halb Deutscher und halb Pole. Aber wir sehen seine Startnummer, die 395. Das heißt, er startet auch für den Rock Cup Polen. Das bedeutet für unsere deutsche Wertung Förderer, Nehmer auf 1 und 2 und Gärtner auf der 3. Position. Genau. Ja, wir haben die letzte Minute. Ja, letzten Sekunden kann man auch sagen, ja. Und auf jeden Fall natürlich vorne die polnischen Gaststarter Kajetan Gavron, Jan Joswiak und Franciszek Halatnik. Boah, richtig. Da darf man am Tag vorher aber auch nichts getrunken haben, ne? Sonst kommst du da nicht durch. Aber gut, okay, das oder passt. Oder gerade. Ja, bei manchen wirkt es, bei manchen nicht, ne? Weiß man nicht. Also auf jeden Fall Enrico Förderer, der natürlich vorne ist von unseren deutschen Fahrern. Gino Nehmer auf der 2 in dieser Wertung, sage ich jetzt mal. Dietmann auf 6, haben wir eben gehört, halb Deutsch, halb Pole. Gärtner auf der 4, wäre insgesamt 7. Pertl 8. insgesamt, Geritz 9. Geritz ist irgendwie nicht ganz wirklich zufriedenstellend, finde ich. Ja, also das Feld ist natürlich gewachsen und für ihn ist es jetzt wichtig, dass er diesen Schritt macht. Weißt du, im letzten Jahr ist er reingekommen und jetzt haben sie es weiterentwickelt. Ihr natürlich auch. Er ist ein sehr, sehr guter Typ. Wir haben auch mit ihm ein kleines Interview gemacht, das wir gleich sehen können. Aber er muss jetzt natürlich einen Schritt machen und dafür muss er ganz viel fahren, ganz viel Performance machen. Aber jetzt gehen wir in die letzte Sekunde rein. Eine Runde haben wir noch dann, richtig? Auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, es geht teilweise eng zu. Also zwischen Nehmer und Dietmann könnte es nochmal was werden und auch hinten zum Schluss des Feldes, also zwischen 10 und 25. Das wäre Michael Pertl und Justin Geritz, also ziemlich weit hinten. Da könnte man vielleicht auch noch was sehen. Aber ansonsten dürfte es so bleiben, wie wir es gerade angesagt haben. Übrigens geht es im Anschluss auch weiter mit den Rock Youngstern und der Rotax Mini. Also es geht spannend weiter, muss man sagen. Last Lap steht draußen, die schwarz-weiß-rote Flagge folgt zugleich. Und dann dürften die Sieger auf jeden Fall klar sein. Also die wirklich allerletzten Sekunden jetzt, die letzte Runde. Und dann dürfte das gewesen sein, genau, da haben wir sie. Oder da haben wir ihn besser gesagt. Da ist ja der Sieger, die Startnummer 312, Kajetan Gavron. Dahinter haben wir die 379, Jan Joswiak und
der drittplatzierte Franciszek Kalatnik auf der 3 und natürlich Enrico Förderer, den wir auch nennen sollten, der in seiner Wertung natürlich der schnellste heute war und hier Vierter geworden ist. Dahinter haben wir auf 5 übrigens Dittmann, Gino Nehmer wird 6. vor Gärtner auf der 7, Justin Gerritsen 8. Pertl haben wir hier auf 9, Bernhard 10, Schauflau 11 und Wende 12 sowie Spindlauf 13. Damit ist das Rennen beendet. Die letzten Fahrer kommen jetzt gleich ins Ziel und wir machen weiter, wie gesagt, mit den Rock Youngstern und der Rotax Mini. Magdalena, war doch ein schönes Rennen, oder? Es hat viel Spaß gemacht, es zuzuschauen und ich freue mich auf das nächste Rennen auch.